In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man ein einfaches Netzwerk in einem Netzwerksimulator wie Cook simulieren und berechnen kann. Dazu soll mal hier das einfache Netzwerk aus der Aufgabe 54 dienen. Bevor man jetzt anfängt, in so einem Netzwerksimulator zu simulieren, ist es immer keine schlechte Idee, mal einmal von Hand über eine Lösung nachzudenken. Die Schwierigkeit ist ja hier bei diesem Netzwerk, dass es zwei Quellen gibt und man ein Gleichungssystem lösen muss. Das soll jetzt mal nicht passieren. Nehmen wir mal an, wir wissen die Lösung. Nämlich, dass hier durch diesen Widerstand 3 Ampere fließen, dass durch diesen Widerstand hier 1 Ampere durchfließt und dass durch diesen Widerstand hier in der Mitte 2 Ampere durchfließen. Die Widerstände sind ja alle 1 Ohm groß, dementsprechend fallen dann über diesen Widerstand hier 3 Volt ab, über diesen Widerstand fallen 1 Volt ab und über diesen Widerstand fallen dann 2 Volt ab. Und die Quellspannung hier vorne an der Quelle, das sind ja 5 Volt laut Aufgabenstellung, und die zweite Quelle hat eine Quellspannung von 1 Volt. Und jetzt kann man einmal kurz gucken, ob hier sozusagen die Maschensätze funktionieren. Also wenn wir uns in dieser Masche das hier mal anschauen und von dem Punkt hier oben zu dem Punkt hier unten gehen, von dem Potenzial zu dem Potenzial, dann sind das hier 5 Volt Potenzialunterschied, 5 Volt Spannung. Wenn wir diesen Weg lang gehen, sind das 3 Volt und nochmal 2 Volt dazu, das sind auch 5 Volt. Das passt also, alle Spannungen hier in der Masche zusammen ergeben 0. Und in dieser Masche, wenn wir mal vom Punkt A hier runter gehen, dann sind das auf diesem Weg entlang 2 Volt und hier hinten lang 1 Volt und nochmal 1 Volt sind zusammen auch 2 Volt. Das passt auch. Also die Lösung, die hier rauskommen sollte, ist, dass hier 3 Ampere sind, dass da 1 Ampere sind durch diesen Widerstand und dass durch diesen Widerstand R3 2 Ampere fließen. So, und das Ganze kann man jetzt auch mal in dem Netzwerksimulator simulieren. Das soll mal hier in diesem QUX passieren. Da die Abkürzung steht hier, Quiet Universal Circuit Simulator. Ein freies, offenes Online-Projekt. Man sieht leider seit 2 Jahren nicht so richtig Updates. Wer da gerne dran mitprogrammieren will oder irgendwie Hilfe anbieten will, zum Beispiel bei der Übersetzung, beim Erstellen von Handbüchern, sei herzlich dazu eingeladen. Man kann sich das hier einfach bei Downloads dann herunterladen. Gibt es verschiedene für verschiedene Betriebssysteme, unter anderem auch für Windows. Und wenn man es installiert, sieht es so aus. So, und da wollen wir jetzt eben dieses Netzwerk hier reinbauen. Das heißt, wir brauchen die 3 Widerstände, wir brauchen 2 Quellen und wir wollen die Ströme wissen, die da durchfließen. So, dafür lege ich jetzt mal hier ein neues Projekt an und nenne dieses Projekt entsprechend der Schaltung der Aufgabe 54. Und dann gibt es hier Komponenten, die man hinzufügen kann, und da findet man schon mal einen Widerstand. Das heißt, wir bauen uns den einen Widerstand hin mit ein bisschen Platz, weil wir brauchen noch einen Ampermeter, einen zweiten Widerstand, und der dritte Widerstand muss jetzt gedreht werden. Gedreht bekommt man dem, indem man einmal auf die andere Maustaste drückt, dann dreht sich dieser Widerstand. So, und mit einem Druck auf die Escape-Taste kommt man wieder aus diesem Modus raus. Jetzt gibt es hier auch Sources-Quellen. Da findet man eine DC-Spannungsquelle. Da packen wir mal die erste hier hin und die zweite irgendwo hier hinten. Und mit Escape kommt man auch wieder raus. Und dann brauchen wir noch die Ampermeter. Die findet man unter Probes. Hier ist ein Ampermeter für den ersten Strom, für den zweiten Strom. Und wieder mit der anderen Maustaste bekommt man das gedreht. Jetzt würden wir den Strom nach oben messen. Wir wollen aber den Strom nach unten haben. Also drehen wir es einfach nochmal 180 Grad Ampermeter für den Strom nach unten. So, und das, was man noch braucht, ist ein Masseanschluss. Das hängt damit zusammen, dass was hier im Hintergrund passiert, ist eine Knotenspannungsanalyse. Und mit dieser Masse legt man sozusagen den Bezugsknoten für die Knotenspannungsanalyse bzw. für die modifizierte Knotenspannungsanalyse fest. Jetzt geht es weiter hier oben mit diesem Wire-Tool. Damit kann man das alles verbinden. Da sollte man so ein bisschen darauf achten, dass diese roten Kreise, die einen darauf hinweisen sollen, Achtung, dieses Element ist noch nicht angeschlossen, dass die halt verschwinden, weil nur dann ist da auch wirklich eine Verbindung da. So, dann sind die Bauelemente schon mal alle miteinander verbunden. Jetzt geht es natürlich noch darum, hier die Bauelementgrößen einzustellen. Einmal mit der anderen Maustaste auf das Bauelement drauf, auf den Widerstand. Und dann können wir hier die 50 Ohm, die ja standardmäßig eingestellt sind. Das ist ein Wert, der aus der Hochfrequenztechnik kommt. Das ist eigentlich auch so
ja, das, wo dieses Simulationsprogramm mal herkommt. Ein Standardwert alle mal auf 1 Ohm geändert und jetzt muss die Quelle hinten hat schon 1 Volt, die Quelle hier vorne, die muss mal noch die 5 Volt bekommen. Okay, damit sollte das eigentlich schon funktionieren und jetzt müssen wir noch auswählen, was denn überhaupt simuliert werden soll und das, was wir simulieren wollen, ist eine DC-Simulation. Das sind ja alles Gleichspannungen und wir wollen Gleichströme ausrechnen, Direct Current. Wenn man Gleichspannung ausrechnet, ist das das Gleiche. Also DC meint sozusagen Gleichgrößen. So, dann kann man das Ganze hier oben mit Simulation einmal simulieren. Das muss jetzt nochmal einmal abgespeichert werden mit irgendeinem Dateinamen, nenne ich wieder Aufgabe 54. Einmal speichern. Und jetzt gibt es hier sozusagen verschiedene Möglichkeiten, die Ergebnisse darzustellen. Und das, was wir jetzt brauchen, ist eine Tabelle, weil das sind ja einfach nur Zahlenwerte, die wir haben wollen. Also wird jetzt eine Tabelle rübergezogen und jetzt sieht man, er bietet einem hier verschiedene Probes an. Das sind genau die Ampermeter, die gerade eingefügt worden sind für den Strom I1, I2, I3. Das ist jetzt so ein bisschen irreführend. Man muss jetzt einmal doppelt anklicken, dass die sozusagen aus dieser Liste der verfügbaren Sachen, die berechnet werden und angezeigt werden können, hier rüber wandern und tatsächlich in der Tabelle auftauchen. So, dann einmal auf Fertig klicken und dann steht das da. Also unsere erste Simulation, wir haben jetzt auch nur eine gemacht, das wird auch nur eine bleiben, hat jetzt halt ergeben, dass der Strom I1 3 Ampere sind, dass der Strom I2 1 Ampere sind und dass der Strom I3 2 Ampere sind. Und das ist ja, ups, entspricht auch ziemlich genau dem, was wir hier vorher ausgerechnet haben, beziehungsweise was in unserer Probe als sinnvoll herausgekommen ist. So dass das sinnvoll erscheint und dass man jetzt diesem ganzen Simulationsprogramm hier Glauben schenken kann und damit jetzt natürlich auf diese Art und Weise auch andere kompliziertere Netzwerke ausrechnen kann und simulieren kann, bei denen es vielleicht schwieriger ist, die von Hand zu berechnen.